Okay, es wird jetzt sehr, sehr hart. Ja, es gibt hier keinen Mickey-Maus-Rassismus, wie Olli gleich seine Runde hier gestalten wird. Ich will keine U's, keine A's. Dafür sind wir nicht hier, okay? Pass auf! Warum gibt es in der Türkei keine Samenbänke? Weil die ganzen Wichser hier leben. Oh, 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 oh. Was haben Türken und Spermien gemeinsam? Nur einer von 6 Millionen arbeitet. Alter Schwede. Ja, es wird noch härter. Das ist meine Runde, Mann. Was haben Kurden und Blinde gemeinsam? Beide haben noch nie ihr Land gesehen. Also was... Egal, dafür bin ich da. Ich nehme alles auf mich. Warum spielen Araber kein Schach? Weil die Dame sich frei bewegen kann. Das war natürlich ein Scherz. Warum spielen Araber kein Schach? Weil man die Dame nur einmal schlagen kann. Ein Polizist hält einen Polen an und sagt, entschuldigen Sie bitte, wir suchen einen Dieb. Sagt der Pole, ich mach's. Was macht ein Araber im Treppenhaus? Hochgehen. Ich weiß, dass ihr von dieser Runde nichts senden werdet. Ich weiß es. Ihr feigen Säue. Deswegen können wir einfach so weitermachen. Ein Flüchtling geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe immer Augenschmerzen beim Sex. Sagt der Arzt, normal, das liegt am Pfefferspray. Boah, hey, oh. Ja, hey, das sagt noch mal, hey, oh. Gut. Ich kann eigentlich den Witz von eben zu Ende erzählen. Der passt hier auch rein. Der Lehrer sagt, Stefanie, buchstabier bitte Mama. Stefanie steht auf, Mama, 4 Buchstaben, M-A, M-A. Sagt er, sehr gut, Stefanie, hinsetzen, 1. Er sagt, Markus, buchstabier mal bitte Papa. Markus sagt, Papa, 4 Buchstaben, P-A, P-A. Sagt er, sehr gut, Markus, hinsetzen, 1. Er sagt, Mustafa, buchstabier mal bitte Rassendiskriminierung. Ey, sehr gut, gelöst, ey. Chapeau, chapeau, kleiner Mann. Ein Türke und ein Arzt. Boah, die armen Türken, ne? Aber was soll man machen? So, ein Türke und ein Arzt leben nebeneinander. Ja? Irgendwann verlassen die, ich hab verkackt. Ja. Ja, ja. Ja. Hättest du nicht. Erstmal müssen wir hier, klar, müssen wir erstmal, musst du erstmal schön über mich sprechen, weil ich werde wahrscheinlich erschossen. Gleich. Ja. Ja, Olli.